choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Es gibt zwei Archons hier. Boom. Aber bist du so? Nein. Zum. Warte mal, Himeko. Himekos Haar bleibt noch normal. Okay, das ist komisch. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Aventurin so ein bisschen weitergemacht. Ne? Grabspaziergang. Hey, das ist doch die Mission, die ich machen muss. Um hier das hier anfangen zu können, endlich mal. Also sehr gut. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass danach viel noch kommt, außer Dialoge. Ne, die kommen immer. Ja, in der letzten Folge wurden wir von Aventurins, ja, kleine Quest hier, nehme ich mal an, abgeschlossen und waren mit einem Bosskampf gegen Aventurin, der uns voll fertig gemacht hat. Das war nicht gut, ne? Aber das wird sich jetzt ändern, weil ich bin im besseren Team hier rein, ne? Mit ich habe mir hier angeguckt, hier so, was ich für Elemente brauche und so, ne? Also Eis, normal. Mit dem Team soll es eigentlich klappen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, es sind Leute, die irgendwie hier, weil nicht mehr Schaden machen, auf mehrere Gegner drauf gehen und so. Das dürfte eigentlich klappen dieses Mal mit dem Team, ne? So, weil das letzte Team hat gar nicht funktioniert, weil nicht der war so schnell immer am Zug dran und hat mich immer irgendwie darauf gezwungen, irgendwie, weil nicht. Hier diese Würfel anzugreifen, ich konnte gar nichts da machen, ne? Aber mit den Charakteren wird das auf jeden Fall klappen, ne? Archeron hat eigentlich gepasst, Beidou auch, Jingleo und klar müssten eigentlich auch gut sein hierfür, ne? Hertha hätte ich auch noch mitnehmen können vielleicht anstatt Jingleo, aber da ich letztens für sie sehr gute Artefakte, das ist irgendwie gerade so passend, ne? Ich habe das gar nicht gemerkt, aber ich habe genau die Charaktere jetzt reingenommen, für die ich letztens voll gute Artefakte, Relikte gefarmt habe. Also Jingleo und Clara, also ja. Er dürfte eigentlich gut gehen. Jetzt dieses Mal, ne? Clara kann die ganze Zeit kontern, also der wird irgendwann gebrochen, ne? Der einzige Charakter, der jetzt nicht vielleicht so eine hohe Überlebenschance hat, ist Jingleo, weil sie nur hin und wieder alle Charaktere, alle Gegner angreifen kann. Aber sollte eigentlich funktionieren, ne? So, dann gehen wir nochmal da rein und machen den fertig, ne? Archeron. Ja, haben wir schon gesehen. Kann ich das skippen? Ja, ne? So, Aventurin haben wir, hat sich als Bösewicht hier herausgestellt, ne, will jetzt hier alles in Schutt und Asche legen, ne, mit meinem Stellaron, den ich in mir habe, den Hauptcharakter in sich hat, und ja, hat sich dann hier in diesen super, weiß nicht, Final Fantasy Boss verwandelt, und ja, jetzt machen wir den platt, ne, dass ich nicht so auf mir sitzen, okay. So, die Cutscenes haben wir alle im letzten Part gesehen, also wenn dich das interessiert, guckt den letzten Part hin nochmal an. Ich gehe mal hier direkt. So, die Katze können wir uns noch mal angucken. Na, Welt mit seinen Gehstock, finde ich voll cool. Wer jetzt mit dem überdimensionalen Bogen? Ah, komm mal her. Der ist sowas von der Graf von Genshin Impact, ne? So, klar würde ich die ganze Zeit kontern, ne? Also. Ja, du wirst jetzt jedes Mal Schaden allein, ne? So, und Jingleo macht auch eine Menge Schaden. Das Einzige, was ein Problem ist, sind hier die Fähigkeitspunkte. Die werden ein bisschen knapp. So. Ja, ich kann die beide angreifen, ja. Genau deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich weiß nicht, was der macht, wenn ich das bekomme. Ich kriege wieder meine Ultimate. So. Ich erinnere mich voll an den Grafen aus
wenn der sein teuflisches Auge ja aktiviert hatte, diese komische Form gewechselt ist. Gott, wir nehmen trotzdem voll viel Schaden, ey. Und Jing Leo tut uns auch hier die ganze Zeit HP abziehen, leider. Aber wir können ihn sehr viel schneller brechen. Wir würden sehr gerne erledigen, wenn es geht. Oh, da ist nicht gut. Ist auf links drauf gegangen. Ich habe auch so viele Angriffe, die auf so viele Gegner losgehen, ey. Also, genau das wollte ich jetzt nicht. Er will mich jetzt so ein bisschen abziehen, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das fair ist, was der hier macht. Gott, da hat nicht mal. Ich nehme trotzdem so viel Schaden. Ey. Wenn Baylo nicht hier die ganze Zeit gestunt wird, ne? Ich habe so das Gefühl, das ist der einzige Grund, warum mich hier umbringt hier, weil der die ganze Zeit mein Heiler ja wieder erledigt. Ey. So. Ach, die Zahlen stehen dafür wie. Na, super. Ja, das ist wohl unfair. Das ist unmöglich, wenn du nicht Charaktere hast, die auf mehrere Ziele losgehen. Aber greif jetzt nicht Jing Leo an. Der hat einfach zu viele Angriffe. Ja, ich krieg gebrochen. Meine Güte, ey. Das ist ja so schwierig, aber immer. Na, hier wird keine Heilung. Oh Mann. Muss er ja richtig nachdenken, ja. Ausnahmsweise. Okay, clever wird das schaffen. Ja, da habe ich wieder keine Dings für. Wenn ich das schaffe, alle anzugreifen, ist ja kein Problem, ne? Aber ich schaffe die meisten nicht. Aber jetzt hat Baylo schon wieder keine Punkte. Boah. Das ist alles mit dem Timing, aber so dämlich ist. So, bitte setz nicht wieder das Ding ein. Oh, ich muss uns heilen, Mann. Komplett heilen, bitte. Ja, blöde ist, jeder wird ja gleich gezwungen, irgendwie. Jeder wird ja gezwungen, die Würfel anzugreifen. Das ist das Problem. Also die Leute, die nicht alle angreifen können, können gar nicht die Würfel kaputt machen. Ja gut, ich tue die ganze Zeit Konter mit Clever, das ist das Gute. Hm. Ja. Ja, ich kann ja nichts machen, also. Obwohl. Das ist voll aber kack, ey. Das ist definitiv nicht fair, was der da macht. Da war immer noch nicht genug. Ich hab. Ja, wie willst du halt mit einem schaffen? Das ist unmöglich. Das geht nicht. Halt. Ich sehe gerade. Ich hab die Ultimate Fishing Leo. Die wird gleich sofort wieder aufgefüllt. Warte mal. Da könnte ja funktionieren. Ich will noch nicht meine Ultimate hier für die Dinger hier verballern. So, jetzt hat sie 9. Sie kriegt noch mal weiter auch immer.
Das hat noch nicht mal gereicht. Dieser Typ betrügt. Und er macht das sogar bevor. Das ist sowas von unfair, was der hier abzieht, ey. Das ist so ein unfairer Kampf, ey. So. Ja, super, sind sie schon gestorben, ey, das gibt's nicht. Ah, ist das die letzte Phase? Kommt danach noch eine? Ich sehe halt gar nicht. Wenn da der Kreis noch übrig ist, heißt das ist die letzte Phase, oh bitte. Wenn danach noch eine Phase ist, dann krieg ich zu viel. Ich weiß das nicht. Baylor hat schon wieder keine Dingens. Ich kann schon wieder nicht heilen. Ey, das ist so frustrierend hier gerade. Oh. Der Typ ist so schnell. Das mit Abstand der unfairste Boss, den es bis jetzt gab hier. So. Ja, die beiden sind sicher. Ich muss dich heilen und ich muss den hier machen, damit wir nicht verrecken. Da jetzt hat sie keine. Hey, das ist so eine unfaire Mechanik, ne? So, wenn der Angriff eigentlich stunnen würde, ne? Dann wäre das noch halbwegs angenehm. Ja, was hier die ganze Zeit passiert ist, er zwingt hier meine schwächeren Charaktere, die nicht alle Sachen angreifen können, hier diese Würfel anzugreifen. Die einzige Möglichkeit, dass die nicht angegriffen werden von denen sein Angriff, besteht darin, die Würfel anzugreifen, eine hohe Zahl zu kriegen. Aber die werden die eine hohe Zahl kriegen, weil die nicht alle Gegner angreifen können, ne? Was heißt, die werden die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit in diesem Loop. Und weil ja halt nicht so, lass mich da zusammenfassen, ne? Die Würfel, ich muss die Würfel angreifen, ne? So wie ich da verstanden habe. Wenn ich nicht eine hohe Zahl erreiche, dann werden die angegriffen von dieser, von seiner Ultimate. Wenn die Ultimate die trifft, werden die gestunt, ne? Und die machen halt nicht genug Schaden oder tun nicht hoch genug Würfeln, weil die nur einen Gegner angreifen. Das heißt, die werden immer jeden Zug von dieser Ultimate getroffen und die Ultimate tut die jedes Mal stunnen. Und dann macht er halt im nächsten Zug wieder. Also die sind im unendlichen Loop dann gefangen. Ich komme da nicht raus. Das ist voll unfair. Wenn der Angriff eigentlich stunnen würde, ne? Dann wäre das. Ja, jetzt kann ich mit ihr nicht angreifen, weil ich mit Baylor mal heilen muss. Ey. Obwohl, die haben noch genug KP. Baylor hat 4500 KP. So, der hat noch nicht mal gereicht. Ey, das gibt's einfach nicht. So, jetzt sitze ich hier, ne? Und ich kann das nicht einfach so. Ja, sie kann alle angreifen. Das ist so unfair. Ey, ey, das gibt's nicht. Das ist so eine unfaire Mechanik. Leute, das ist so unfair gemacht. Warum ist Acho betäubt? Ach ja, weil sie auch nicht hoch genug. Das ist so unfair gemacht hier. Und er tut auch immer so hohe Zahlen würfeln. Der tut ja nicht mal irgendwie eine 3 oder eine 4, weil der tut immer eine, so eine hohe Zahl würfeln. Also ich komme da nie raus aus diesem. Boah. Aber bitte sagen wir, sie kriegt Dings hier. Ja. Wenn der Angriff eigentlich stunnen würde, ne? Dann wäre das nur angenehm, aber durch dieses ganze Gestunne wird das hier so unfair. Jetzt ist sie schon wieder betäubt. Jetzt ist meine Heilerin schon wieder betäubt. Ich krieg sowas von der Kotzen gerade. Du blöder Sack. Oh mein Gott, ey. Wenn ich den jetzt jede Woche bekämpfen muss, ne? Oh mein Gott. Jetzt können wir mal ein bisschen angreifen hier. Alter. Der ist bestimmt der unfairste Boss bisher. Der ist echt nicht angenehm, der Typ. Mhm.
Ja, ja, und jetzt. Oh Gott, da war meine 6. Ja, mit dir muss ich das machen. Na verdammt, jetzt kommt Clever nicht. Boah. Ich will extra meine Ultimate einsetzen für das Blöding. Sind da mal die gleichen Zahlen? Auf der linken Seite war eine 6. Nee. Ist immer zufällig. Das ist immer zufällig. Ich bezweifle, dass man eine 8 oder so würfeln kann mit Einwürfe. Ich glaube, das ist unmöglich. Werde nicht betäubt, werde nicht betäubt. Ey, das ist so ein Mist, ne? Ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein Mist ist hier. Ja, jetzt kommt er schon wieder. Dann hat er noch so normale Angriffe, mit dem nämlich auch noch. Boah, jetzt habe ich schon wieder keine Dinge. Aber wenn ich Belo nicht hier hätte, ne? Hey, wer danach kommt noch eine Phase? Dann kann das noch schlimmer werden. Ja, eine 9 soll ich würfeln. Ja, so klar, warum nicht? Easy. Boah, über den will ich mal herausfinden, wie Leute den irgendwie auf den reagiert haben als den Boss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den irgendjemand mag als Boss. So, aber nicht. Und da kommt noch eine Phase. Oh Gott sei Dank, ey. Boah, das war nervig. Oh, sie hat ja einen Laser gerufen. Ihr Ultimate. Oh Mann, das ist eine Genki Dama. Oh. Noch mehr Hintergrundgeschichte. どこに行く夢の中で何を探したいのだ何も探すつもりはないそれらは夢の中にはないからおそらくファミリーは君を受け入れないだろうなぜだ君が歩んでいる道は 調和とは相容れないものだからだ。それが私の望んだことではないとしても。何しろ、ソは他のアイオンとは違うからな。ソは誰にも目を向けたりしない。 誰かに目を向ける必要もない。ソは運命の糸を残し、人々を歩かせ、共に巨大な影を織りなしている。そして、その影も静かに彼ら自身を包み込んでいる。その影の中から戻ってこられる人もいるだろう。 彼らの大半はその影の一部となったのだ。あなたの目には私も同じように映っているのか。君にはまだ少し色彩が残っている。だが多くはない。
Neue Welt. So. Das ist das erste Mal, dass wir sie auch sehen in der Story, ne? In dieser Form. Oni. Wow. Hat sie ihn gerade gewone-shottet? Damit. Alter. Ich glaube, das war ein bisschen Overkill. Okay, hast du das nicht vorher machen können? Oder ist das, was wir in der Ultimate sehen? Nein, du hast verloren, nehme ich an. Hier trennen sich unsere Werke. So eine Szenerie. Person, die das alles erreicht hat, war Goldmatch. Ja, Reichtum, Macht und Ruhm. Ja, anstatt Ansehen, Ruhm, ne? Ich denke immer, die sagen Zeitgeist. Ich habe mich gerade in einer anderen Dimension gefangen. Ich nehme an, das soll der Moment sein, wo wir herausgefunden hätten, dass sie der Nichtigkeit angehört, ne? Was ein bisschen komisch ist, weil man konnte sie schon vorher rerollen, glaube ich, bevor dieser Story-Dings ja rausgekommen ist. Also hätte man es so oder so schon gewusst, also das hat er nachher, wenn die Charaktere mal rauskommen, wenn die Story noch am Laufen ist, ne? Oder schon bevor die rauskommt. Bevor die Story nicht schon abgeschlossen hat.無数にある幾つの姿の一つ虚無が見守る中私たちは短い時間ここにとどまりやがてそれぞれの進むべき方向へ向かっていく僕の死は決まっているみたいだねあなたがそれを望んでいたとしても私には約束できない目的が達成されたならあなたはもっと正直になるべきだと思うがどういう意味かな遊園地でのあなたのショーは虚勢に満ちていたがとても面白かった単純だが実践的な技法でほとんどの人を騙してみせたあなたがここまでの労力を払い
自分の命までかけた理由が、かつて否定されたとされる事実を、ピノコニーの無教に本当の死は存在しないという事実を再確認するためだったとは、誰も思わないだろう。どうして僕がそんなことをしなくちゃいけないんだ？そうしなければ、 あの連続殺人事件以上に隠された秘密に触れることができないからだ。夢の中の死を利用してこそ、そこにたどり着くことができる。この宴の中で、人々が常に探し求めている約束の場所、時計屋の遺産、本当のピノコニー。<笑> どうしてわかったんだい？私も予想していなかった。まさか偶然知ったあることが全てをつなぐ鍵になるとは。それはあの人の正体だね。あなたも事情を知っているようだな。確信はないけど、私は可能性に欠けたいと思って。 殺人事件はいい口実だけど、それだけじゃ不十分だ。ピノコニーで実際に1、2件程度の殺人が起きて、影響を受けるのは一部の人間だけ。世界に波紋を広げることはできない。この美しい夢は大海原じゃなくて孤島なんだ。ファミリーは調和を利用して 高い堤防と壁を築き、人々が大海原で溺れないように守ってる。同時にこの死を隔てる壁を使い、知られざる秘密を深海に葬った。苦痛も死もない美しい夢の中では、その秘密は永遠に日の目を見ることはない。 ただし、誰かが壁の向こうへ行き、生きて帰ってきたなら話は別だ。そう。そして誰かがそれを成し遂げたんだ。ヒントは早い段階で手に入ってた。口の聞けない人が声を出せない人を指していないなら、あとは言葉を話せない人以外にありえない。 深海から生還したものの、ステージに立って話すことができない人。彼女が今も無事にピノコニーにいると知って嬉しく思うよ。ヒント？証拠じゃないのか。残念だけど証拠はないんだ。僕の推測を裏付けられるのはファミリーが死に直面した時に見せる 誠実さだけ。彼らは部外者に対してとても寛大だけど、寛大すぎて逆に何か隠そうとしているように見える。真相を解き明かすには証拠がいるけど、何かを疑うだけならそんなの必要ない。僕にとっては後者で十分なんだ。 あの記憶域ミームを見つける必要はない。ただ、あれと同じように僕を殺せる誰かがいればいいのさ。私にはあなたは十分な確信を持てていないように見える。わざわざ全体放送を流して。でも、ショーン、こう、もしかして、私たちが、あの、一人だけ出てきたね。 Könnte meinen, sowas würde irgendwie Aufmerksamkeit erregen, ne? Also es ist halt genauso wie hat Hitachi no Mi? Also das Schwert von ja Raiden Shogun aus Genshin Impact. Da kann er auch so durch Dimensionen irgendwie schlitzen, ne? Wazato watashi tachi ga tairitsu suru yō shimuki. Tanin no mae de
Hitachi no Mi? Mi? Er ist von One Piece, irgendwas. What? Genshin, Raiden, Sword, Name. Kusagi no Tsurugi, okay. Lag ich ein bisschen weit entfernt. Kusanagi no Tsurugi. Vielleicht hieß ja Kampfstil irgendwie so. Keine Ahnung. Der Kampfstil, wenn sie mit dem Schwert kämpft, heißt glaube ich auch irgendwie. Oder Mose no Hitachi hieß er glaube ich. Irgendwas mit Unendlichkeit, ne?僕にはできない。粉々になった砂金石じゃ、僕がステージから退場するときに身を守ることすらできないだろう。もし君が最後まで刀を抜かなかったら、僕はすべてを失うことになる。もしお話していても意味はない。あなたは勝った。あなたは。 その深海へ行くチケットを自分の手で勝ち取ったんだ。この後、深淵から戻ってこられるかどうかは、次の大きな賭けになるが。あなたは、一度も迷ったことはないのか？迷ったことは、もちろんあるよ。でも、僕は自分の幸運を信じるしかないんだ。それ以外。 僕には何もないからね。この夢から覚めたら、行くべき場所に行くといい。あなたの賭けはまだ終わってないからな。別れる前に。 もう一つ質問に答えてもらえないか。その道を歩む人として教えてほしいんだ。どうして僕たちは死ぬためにこの世界に生まれてくるのかな。そんな風に思ったことはない。あなたも同じだろう。でも虚無は僕たちを 全ての人々を包み込んでるじゃないか。だからこそ、それには意味がないんだ。でも、それはまだそこに存在してる。もし運命のダイスの目が死刑で埋め尽くされていたとしたら、 それこそが僕たちの運命の帰結だ。僕たちはどうしてそれに逆らう必要があるんだろう。私の答えはあなたの迷いを解消できないかもしれない。それはあなたと共にずっと歩んできたもので、すでにあなたの人生の一部になっているから。だがあなたは 睡眠は死の予行演習。生命体はなぜ眠るのか。それは僕たちがまだ死を迎える準備ができていないからだ。と言った。ならあなたも理解しているはずだ。私たちがどうして準備しておきたいと思うのか。仮に結末が決まっていたとしても、そんなことはどうでもいい。人には 変えられないことがたくさんある。だがその前に、結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして結末は、それによって全く異なる意味合いを見せる。あなたの友人は、とっくに答えを渡している。幸運を。
Das Unmögliche in der Traumlandschaft ist nicht der Tod, sondern der Schlaf. Bleib am Leben. Viel Glück. お兄さん、そこに行くの？うん。いつかは行くよ。でも今じゃない。いつかまた空から雨が降る日が来る。そして地母神の声が聞こえ、運命の時が来たと悟ったら、僕は家族に会いに行く。だからその時が来る前に準備をしないといけないんだ。何の準備？ 彼らの誇りになるんだ。お兄さんならきっとできると思う。頑張ってね。ああ、もちろん。僕は地母神の祝福を受けた子だからね。でもまだ緊張してるみたいだけど。僕もそう思う。僕を助けられるのは君だけかもしれないな。カカワ社、最後にもう一度手のひら合わせをしないか？ もう行くの？ああ、地母神が三度瞳を閉じますように、その血が永遠に巡りますように、旅がいつまでも平穏でありますように、計略が決して露見しませんように。僕たちは Mit Erwartung an den Morgentag in einem Herzen sinke ich heute Nacht in das Reich des Schlummers, bis ich am Ende aller morgigen Tage den stillen Tod willkommen heiße. Doch dieser Mann ist anders. Er lebt in der Gegenwart. In jeder verzweifelten Nacht und bei jedem Wagnis, das eingeht, erscheint die Vision des vorigen Tages in seinen Träumen. Still gab es in seinem Leben noch nie. Aber dennoch beharrt das Schicksal darauf, ihm beizubringen, alles zu gewinnen. Es zwingt ihn, den bitteren Regen zu erdulden, durch den Morast zu warten, der ihm bis zum Halse steht. Und nun ist jener fallende Würfel in dem bodenlosen Tief des Traumes endlich gelandet. Still und friedlich fiel er zu Boden. Oh Mann, also er ist wirklich tot. Schon wieder ein Charakter, der nicht überlebt hat. Hier sterben ja echt Charaktere links und rechts, ne? In dem Spiel. Da man die trotzdem noch irgendwie ziehen kann, ne? Da wäre natürlich klasse, ne? Wenn ein Charakter nur einmal gezogen werden kann, dann nie wieder, weil er halt gestorben ist. Danach in den Wege der Träume, in der Tiefen der süßen Träume des Planeten der Festigkeit.
Ein anderer Stein erstrahlte.私が酒を注ぎ私は売る私は甘露に毒を授け春に種をまき秋に収穫する枯れた果実が枝いっぱいになるまで私は耐えて待つ全てを琥珀の王に Oni. Kohaku no Oni. Währenddessen im Speicherbereich. Du versuchst deine Augen zu öffnen, doch du siehst nur pechschwarze Finsternis. Und wessen Perspektive ist das? Erinnerungen tauchen nach und nach auf, als die Uhr ein paar Minuten tickt. Aventurin führt den letzten Angriff aus. Ein glänzendes Schippschwall regnet ab. Acheron zieht ihre Klinge und dann Knall. Eine unerklärliche Macht durchtrennt die Bewahrung. Raum und Zeit steht still. Deine Gedanken verflechten sich in dem Moment zu einem Knoten. Deine Sinne versagen und nur die Schwerkraft zerrt an deinen Verstand, als du in grenzenloser Dunkelheit stürzt, bis dich ein Feuer in die Arme nimmt. Ja, ich bin der Neo. Wo? Sam. Und du bist? Du bist es. Was hast du getan? Ich wollte schon sagen, warum? Also kann man sich irgendwie doof stellen und einfach so sagen, wer bist du? Sagst du mir, wer du bist? 予想以上の妨害に遭いまして、11回試したのですが、すべて失敗に終わりました。いつの間にかこの世界との繋がりが強くなりすぎて、脚本の束縛から逃れることができなくなってしまったようです。エリオの言う通り、あなたも私もこの夢の地で忘れられない収穫を得ることでしょう。 Okay. Da war Dings, ne? Okay. Fortsetzung voll. Was? Könnte ich einfach Fortsetzung voll sagen, nachdem das kam? この屋敷の主は意識の気になってるみたいだな。面白いことを言いますね、保安官。その幽默が連続。Okay, Glühwürmchen mit Sam. Jetzt will ich erst recht Sam haben. 個人的な意見を述べたまでだ。どうした?痛いところを突かれたか? Warte mal, wie läuft denn das dann ab, wenn sie mal höchstwahrscheinlich irgendwann released wird? Kommt sie an als Sam oder als Glühwürmchen? Oder kann sie sich als Glühwürmchen in Sam verwandeln oder irgendwie sowas? Das wäre natürlich auch cool, ne? Was passiert hier im Hintergrund? Ich höre nur, wie man eingeschränkt wird. Ja, schon wieder diese Krähe. Was hat mit der Krähe auf sich? Wie ist überall? Überall ist so eine Krähe. Wer ist das? Ich dachte, er ist aber Acheron, aber anscheinend nicht, weil Acheron da war, als die Krähe da war. Sparkle? Ist das die Familie, die uns die ganze Zeit beobachtet? Sonntag ist es auch nicht, ne? Weil Sonntag ist gerade in diesem Raum. Also die beiden sind es auch nicht. Also kannst du ja eigentlich nur Sparkle noch übrig sein, ne? Oder jemand anders von der Familie oder so.
スラーダを飲みすぎたバカだけで十分だ。一体何がお前をここまで狂わせてるんだ。俺なんかよりフィルムランドで大騒ぎしてる客人たちのことを気にすべきじゃないのか。あなたに言われるまでもありません。あの死者が館の門を出た時点で、彼が何をしようとしているのか分かりました。私の死を全てを見ていた。彼のマジックには騙されましたが、そんなことはどうでもいい。今の状況は私も望んでいたものですから。なぜ私が彼を見逃して、わざわざフィルムランドのステージを開けたのだと思いますか。私の狙いは最初からあなただったからですよ、良犬。彼が騒げば騒ぐほど。OK。スカラガでも。本当の主人に血の償いをさせるチャンスが増えますからね。俺が本当に犯人なら、どうしてそこまでコソコソする必要がある。ああ、そうか。忘れてたが。お前にも面倒な主人がいるんだったな。あいつらはお前に殺人事件なんか放っておいて、Verkleidung。調和セレモニーに専念するよう言った。Sparkle in Verkleidung ね。そうだろう。優しい兄様。どうやらあなたの変装はファミリーのことを知り尽くすのに役立つ。Sparkle ね。変装。俺が偽物に見えるなんざ、どんな目してやがる。その目を見開いてよく見てみろ、降臨野郎。確かに、あなたの体を構成するすべてのものは本物だ。バンニのように柔らかくカールしたブラウンの髪、サー・ウィテカーの視線を思わせるオレンジの人。なあ、スピエル。風変わりな傷跡は。ウール氏の勲章でしょう。灰色のベスト、ネクタイ、ハウンドの勲章、水筒、カクテル作りの技術、保安官の肩書き、すべて本物で。52人の忠実なファミリーのメンバーに由来している。それらが一つの場所に集まり、無数の小さな真実が嘘を紡ぐ。あなたは全ての人から認識を集め、それをもとに無境の中で完全なギャラガーを虚構した。違いますか、神秘の手先。すごいな、やるじゃないか。大したもんだ。どうやら俺はお前を見つけたらしい。褒めてやるよ。だがそれがどうした。それでお前の妹とあの密航者を殺したのが俺だって証明できるのか。少なくともあなたと記憶行きミーム死が同じ穴のムジナであることは証明できる。それで十分です。いいですか。私はあなたがどうやったのかなんてどうでもいい。私が気にしているのは一つの質問の答えだけ。貴様、この死に損ないの負け犬風情が、なぜロビンを殺した。人は目に入った砂を見れない。ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか。教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。Ist gerade Sonntag gestorben. Okay. Zwischenpause. Bleibt dabei, um mal auszufinden, was in der kommenden Fortsetzung stattfindet. Oh mein Gott. Ist Sonntag gerade gestorben. Auch ermordet worden. Boah.
Jetzt kommen ja die ganzen Quests hier, die ich hier annehmen kann, ne? Nachdem ich hier fertig bin. Na, halt. Da waren neue Sachen, die ich vorher nicht wusste, gesehen habe. Figurenauswahl. Was? Boah, ich kann mir eine Figur aussuchen. Boah. Ich dachte, du musst ja echt das schon viel früher gemacht. Ja, dann kann ich mir ja Misha holen, den habe ich noch nicht. Zerstörung? Was? Misha ist Zerstörung? Ich hätte natürlich von all den Charakteren hätte ich am liebsten Links, ne, nochmal. Aber ich priorisiere natürlich Charaktere, die ich noch nicht habe, ne? Und Misha habe ich noch nicht, deswegen ja, müssen wir ihn nehmen. Besser mehr Charaktere, ne? So, jetzt muss ich das hier noch irgendwie, was auch immer das ist, in 3 Tagen schaffen, was wahrscheinlich ja nicht hier, wenn es dauert halt nicht lange, wenn man sich mal da hinsetzt und mit denen beschäftigt. Okay. So. So, ja, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. So, ich habe gerade ein Dings bekommen, ja. Den habe ich glaube ich schon einige Male hochgelevelt, ne? Ich bin letztens gut. Ich habe extra nicht auf Level 5 gelevelt, weil ich nicht wusste, ob ich das nur irgendwann so durch die Story oder durch eine Nebenquest oder so bekomme, ne? Und wie man sieht, habe ich es gerade bekommen. Also ja, perfekt. So. Das ist ein sehr gutes Ding für Blade. Und vielleicht für... Boom, habe ich einen auf Level 5, cool. Und für, ja, Glühwürmchen, falls die mal released wird und falls sie irgendwie damit was machen kann, ne? Okay, was haben wir herausgefunden? Glühwürmchen ist Sam. Eine Seele. Atron hat, ja, Dings umgebracht, mehr oder weniger. Aventurin, ne? Kann ich das Gebiet nochmal erkunden hier kurz? Können wir noch kurz hingehen? Dann sind wir eigentlich fertig hier, ne? Aber jetzt haben wir, jetzt muss ich wieder warten, bis ein neuer Content rauskommt, ne? Und ich will nicht darauf. Boah, ich will hier auf das Ding klicken, meine Güte. So. Ich weiß nicht, ob ich die Begleitermission auch noch irgendwann mache, aber erstmal nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Schauen wir uns da noch in den Gebiet um. So, hier bekommen wir immer so kleine Meldungen, so sind die, geben uns dann immer so Nachrichten, so hey, hör mal, ich habe jetzt eine Hauptquest für dich, ne, eine Nebenquest für dich, meine ich. Sie sagte, sie wolle sterben. Also haben wir eigentlich immer noch keine Antwort bekommen, warum Robin gestorben ist, ne, weil es ein Streich des Schicksals war, hat er gesagt. Lustig. So, wie komme ich zu in ein Gebiet, wo ich an den wann es wäre. Ne, warte mal, da, guck mal. Ist das hier das gleiche Gebiet? Ich weiß nicht. Kann man da rein? Okay. Wow. sorry. Das war ich, tut mir leid. Limousinenkino. Die Leute gucken sich da an, so was. Ach, die sind aber heilen. Okay. Ich habe schon irgendwann, ob das irgendwann repariert wird. Muss ich mal ein Foto machen von der Zerstörung, die ich angerichtet habe. persönliche Informationen verbergen, ja. Warum nicht, ne? Gibt's denn noch was? Leute gucken sich da an, so was zum... Irgendwo noch neue Gebiete? Nee, ne? Na gut. Gut, dann sind wir in der Story ja fertig fürs Erste, ne? Es geht natürlich noch weiter. Sonntag ist vielleicht tot. Da muss ich noch mal hin hier irgendwann. Mache ich alles auf Screen. Ich habe 10 Vögel gefunden. Cool. Ja, wir machen weiter, wenn es hier wieder in der Story weitergeht. Was jetzt weiß nicht, wie lange dauern kann. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Vielleicht
in Monat oder irgendwie so was, nehme ich an. Ne? Dann kann ich mich wieder auf Final Fantasy 7 konzentrieren, ne? Weil hier wollte ich eigentlich nur fertig machen, damit ich hier an dem Event teilnehmen kann wieder. Und ich kann nur an dem Event teilnehmen, wenn ich hier weit genug in der Story bin, was ich jetzt bin, ne? Und dann werde ich dann versuchen, von da aus immer so hin und wieder hier mal so was rein zu streuen, ne? So ein bisschen geordneter die ganze Sache zu machen, ne? Ich wollte jetzt nicht so mitten in meinem Projekt mit Final Fantasy 7 ja so reinpacken, ne? Mein Plan ist, keine Ahnung, mal zum Sammeln. Mein Plan ist, weiß ich nicht, wenn nächstes Mal die Story fortgesetzt wird, immer so ein, zwei Parts aufzunehmen, die vielleicht so an dem Wochenende nur irgendwie so was hier freizuschalten. Das wäre eigentlich so eine perfekte Lösung eigentlich, ne? Weil so schnell muss das ja nicht mal erledigt werden, außer wenn irgendwie Events über am Laufen sind. Aber ungefähr so kann man das dann immer irgendwie machen, ne? Anstatt hier das Projekt hier komplett mit Final Fantasy 7 zu ersetzen, was ich eigentlich eher spielen will und abschließen will. Okay, hier ist wieder ein Puzzle. Machen wir halt auch noch nebenbei. Nein. Hallo, ja, Freund, bleib gleich hier. In der grandiosen Zauberschule ist Zauber. Beginnt da jeder Moment. Ich glaube, das ist das Event, oder? Wind hinter mir aufgefallen. Niemand kann daraus wieder entkommen. Show beginnt gleich. Bitte bleib sitzen und sei dabei. Freue ich auf ein spannendes Abenteuer. Wenn die letzten drei Puzzleteile in Position sind, werde ich das Labyrinth neu ordnen und die geheimen Schätze des Zaubers zeigen. Für die verstreuten Puzzlestücke. Ist das hier das Event? Ich dachte, ich muss da irgendwie heute in der Bar machen oder so. Ja, Barkeeper werden. Ja, aber das mache ich auf Screen, weil ja, Event und so, ne? So, er ist auch hier als Boss aufgetaucht. Na gut. Dann machen wir weiter. Wann auch immer die Story fortgesetzt wird, ne? Wann auch immer das sein wird. Und ja, in 4 Tagen kommt wieder eine neue Gacha. Und in Honkai Star Rail ist es so, jedes Mal, wenn eine neue Gacha kommt, kommt direkt ein neuer Charakter. Ne? Also nicht wie in Genshin, wo jeden Monat, also alle 40 Tage ein neuer Charakter kommt. Hier kommt alle 20 Tage ein neuer Charakter. Ne? Das heißt, nächstes Mal, wenn ich wieder aufnehme, werde ich wahrscheinlich schon wieder einen neuen Charakter haben. Ne? Falls mich der Charakter, der rauskommt, interessiert. Ich weiß noch nicht, welcher Charakter als nächstes kommt. Aber ich habe 27.000 Punkte und 5 Tickets, also Chancen sind sehr hoch, dass wann auch immer, was auch immer für ein Charakter kommt, ich diesen Charakter vielleicht haben werde beim nächsten Mal, je nachdem, ob mich der Charakter interessiert oder nicht. Und ja, also wir werden ja wieder ein neues Gesicht sehen wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht, wann auch immer das sein wird. Aber für mich war es das heute, ne? Für Honkai Star Rail war es das erstmal für eine ganze Weile. Ich glaube nicht, dass in 4 Tagen schon direkt die Story weitergeht. Bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Also ja, kann noch ein bisschen dauern, bis es hier weitergeht. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Gut. Wir haben noch Final Fantasy 7, wir haben Helldivers 2 mit dem Vegas, wir haben Last Epoch mit dem Vegas. Und hin und wieder mal einen Genshin Stream, also ja. An Projekten fehlt es uns hier nicht, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese actiongeladene Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Mir hat die Story gefallen. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Haben wir den Typen jetzt irgendwie als wöchentlichen Boss freigeschaltet? Und da kam mir... Nee. Der kam mir sehr irgendwie nach wöchentlicher Boss. Obwohl viele von diesen Bossen kann man irgendwie hier auch in Dings hier bekämpfen. Hier in, weiß nicht, dieses... Ich vergesse immer den Namen hier von den, das endlose Abyss von diesen hier, der endlose Abgrund von diesen Spiel in Genshin. Da gibt es ja auch immer dieses Ding, dass sich jeden Monat so resettet oder alle 20 Tage. Na, das ist so ein Endgame vom Genshin Impact, das einzige Endgame von Genshin Impact. Und ja, da gibt es auch immer so Boss, da kann man gegen Swarok kämpfen, der auch mal vorher ein Boss war. Hier dieser Roboter von Clara, hier er ja, ne? Den musste man auch mal in der Story bekämpfen. Und einige andere Charaktere, die spielbar sind. Ich meine, der wird dann da irgendwie so kategorisiert, ne? Bisschen komisch, ne? Einige Charaktere sind Weltbosse, einige nicht. Also der hatte auf jeden Fall irgendwie so Weltboss-Potenzial, fand ich. Deswegen wundert mich das hier gerade. Aber gut, was weiß ich denn, ne? Gut. So, jedenfalls, danke schon fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr, hinterlasst einen Like, ein Abo.
oder einen Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski, Leute. Bis zum, wann auch immer es hier weitergeht. Ciao.